Grafische Hash-Funktionen. Hash-Funktionen bilden generell einen Input einer beliebig langen oder beliebig strukturierten Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge mit exakt und fixer Länge ab. So ein Input einer Hash-Funktion kann generell jegliches Format oder jeglicher Textstring sein. Das einzige Kriterium ist, dass diese Eingabe in einen Binärstring oder eine Binärkette von einzelnen Bits quasi überführt werden kann. Kann zum Beispiel eben ein Text sein, es kann eine Datei sein, wie eine Bilddatei, oder es kann ein Dokument sein, wie ein E-Mail oder ähnliches. Das sind quasi die Inputs, die eine Hash-Funktion erhalten kann. Die Hash-Funktion erzeugt dabei immer einen Output in fixer und festgelegter Länge ab. Was passieren kann, was wir hier sehen, der Text Hello World und die Bilddatei würden in diesem Beispiel denselben Hashwert erzeugen. Dies passiert natürlich aufgrund dessen, dass die potenziellen Inputs unendlich sind, also wir können jegliche Strings, jegliche Dateien als Input dieser Hash-Funktion überführen, aber der Output quasi mit einer fix festgelegten Länge festgelegt ist und endlich ist. Dadurch können eben diese Kollisionen entstehen. Hash-Funktionen sollen so gestaltet sein, dass es vermieden wird, diese Kollisionen zu erzeugen. Dazu werden wir später noch etwas dazu hören. Wichtige Eigenschaften von Hash-Funktionen ist einerseits der Lawineneffekt. Eine Hash-Funktion kann ja beliebige Inputs bekommen. Die Inputs, wenn die nur geringst abweichen voneinander, soll aber der Output komplett oder strukturell anders aussehen. Das heißt, dass man keinen Zusammenhang schließen kann zwischen welche Inputs welchen Hash-Ausgabewert erzeugen. Hier in diesem Beispiel eben Hello einmal klein geschrieben und einmal groß geschrieben. Mittels dem SHA-256 Hashing-Algorithmus ergibt zwei gänzlich unterschiedliche Ausgaben. Dies funktioniert nicht nur bei so kleinen Strings wie Hello, sondern es könnte auch sein, dass ein Word-Dokument mit 1000 Seiten als Input verwendet wird. Und wenn man nur auf einer beliebigen Seite einen Buchstaben ändert, würde dies trotzdem zu einem komplett anderen Output führen. Also wirklich nur eine klitzekleine Änderung im Input würde zu einem gänzlich anderen Output führen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Determiniertheit. Das heißt, eine Eingabe zu einer Hash-Funktion führt immer zum selben Hashwert. Das heißt, dieselbe Eingabe führt immer zum selben Hashwert. Und in einer Hash-Funktion ist quasi kein Zufallsprinzip am Werk, sondern eine deterministische Funktion, die immer dasselbe Ergebnis liefert. Und, wie wir schon vorhin gehört haben, eine Hash-Funktion soll eine geringe Kollisionswahrscheinlichkeit besitzen. In der Natur der Sache der Hash-Funktion liegt es darin, dass ein unendlich großer Input auf einen endlich großen Output abgebildet wird. Da ist natürlich theoretisch eine Kollision vordefiniert oder vorprogrammiert. Die Hash-Funktion soll aber so gestaltet sein, dass diese Kollisionen möglichst unwahrscheinlich werden. Es gibt eine Vielzahl von kryptografischen Hash-Funktionen. Hier als Beispiel die gesamte SHA-Familie. Wir hatten schon den SHA-256 vorhin als Beispiel gesehen. 256 bei der Angabe von SHA heißt, dass der Output 256 Bit lang ist. Hash-Outputs werden meist als Hex-Zahlen dargestellt. Eine weitere wichtige Hash-Funktion ist bcrypt. Diese sollte verwendet werden, um Passwörter in Datenbanken zu hashen.
Dann gibt es noch die sogenannte Blake-Familie. Diese sind speziell für Embedded Devices oder für Devices, die eine geringe Rechenpower besitzen, entwickelt worden und können eben sehr schnell Hashwerte erzeugen. Eine sehr noch immer weit verbreitete Hash-Funktion MD5 wird leider in vielen Web, Open Source, E-Commerce oder CMS-Produkten noch zum Hashen von Passwörtern verwendet. Diese ist aber nicht mehr sicher. Also die drei Eigenschaften, die kryptografische Hash-Funktionen haben sollen, kann für diese Hash-Funktion nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb sollte es nicht mehr verwendet werden. Hash-Funktionen haben eine breite Anwendung in Sicherheitsaspekten von Anwendungen. Da kann zum Beispiel die Integrität von Nachrichten nachgewiesen werden. Für digitale Zertifikate sind Hash-Funktionen wichtig. Wie schon erwähnt, Passwörter sollten immer gehasht in der Datenbank gespeichert werden. Dabei sollte eben Bcrypt und nicht MD5 verwendet werden. Und auch in Version Control System wie Git wird ein Hashwort dazu verwendet, um eine Datei zu identifizieren. Fassen wir zusammen. Eine Hash-Funktion ist quasi eine deterministische Einwegfunktion. Ein beliebiger Input-String erzeugt einen fix definierten Output-String mit fix definierter Länge. Wichtige kryptografische Eigenschaften ist die Pre-Image Resistance, die Second Pre-Image Resistance und die Collision Resistance. Also wichtige Hash-Funktionen sind die SHA-Familie, Bcrypt und Blake.